Innsbruck ist gewuchert, an einer Stelle aufgeplatzt. Mit diesen Worten beschrieb Marco Nicolussi in seiner Doktorarbeit die Stadtrandsiedlung Olympisches Dorf. Wie kommt es zu dem recht zweifelhaften Ruf dieses Stadtteils, ist er doch wie kein anderer verschlungen mit dem Ereignis, das dieser Stadt seit 50 Jahren ihre Identität, Selbstwahrnehmung und den Ruf einer Sportweltstadt beschert hat. Nach Beendigung der 12. Olympischen Winterspiele wurde meinen Eltern, wie vielen anderen jungen und vor allem kinderreichen Familien, 1976 eine Wohnung im Olympischen Dorf zugeteilt. Für uns Kinder war es im Olympischen Dorf zunächst einfach perfekt und ich wüsste nicht, was mir damals gefehlt haben könnte. Ich kann mich noch gut erinnern, wie eine Meute von 50 Kindern im Hof Räuber und Gendarm gespielt hat. Natürlich mit dem dazugehörigen Getöse und Radau. Wegen Lärmbelästigung schimpfte damals keiner vom Balkon herunter. War doch aus jeder Familie mindestens ein Kind in dieser Meute dabei. Und wenn nicht dieses Mal, dann doch den Tag vorher. Ich gehöre also zur ersten Generation, die im O-Dorf verwurzelt und dort in den Häuserschluchten aufgewachsen ist. Wenn ich heute nach Jahren zurück in das Olympische Dorf komme, erwachen die Erinnerungen an meine dortige Jugendzeit. Es sind derer viele gute, leider aber auch einige schlechte. Schließlich gehöre ich auch zu jener Generation, die aufzeigen sollte, mit welchen Nachteilen und Auswüchsen ein letzten Endes künstlich erschaffener Stadtteil mit seinem hohen Sozialbauanteil bis heute konfrontiert ist. Die Innsbrucker eröffnen den neuen Gipfelsessellift auf ihren Hausberg, den Patschakofel, wo bei den 9. Olympischen Winterspielen 1964 der Abfahrtslauf sowie die Bob- und Rodel-Konkurrenzen stattfinden werden. Minister Dr. Drimmel und der Organisationsstab betrachten aus der Seilbahn die neuen Anlagen. Schnee gibt's auch schon ein bisschen. Auf dem Berg Isel ist der Ausbau der traditionsreichen Skisprungschanze sehr weit fortgeschritten. Professor Friedel Wolfgang erklärt die Anlage, die auch heuer wieder Schauplatz einer Großkonkurrenz der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee ist. Das Olympische Dorf entsteht am Stadtrand von Innsbruck. Tirols Landeshauptstadt wird für Olympia 1964 wohl gerüstet sein. Innsbruck setzte sich 1950 als Austragungsort der 9. Olympischen Winterspiele durch. Damit bot sich der Landeshauptstadt die Gelegenheit, ein umfassendes Sanierungs- und Modernisierungsprogramm durchzusetzen. Viele der zur Austragung dieser Winterspiele getätigten Investitionen in die Infrastruktur prägen bis heute das Stadtbild. Anfang der 1950er Jahre war Wohnraumbeschaffung ein dringendes Thema, hatte der Krieg doch fast 60% der bestehenden Wohnungen in Innsbruck zerstört. Tausende Menschen lebten damals in katastrophalen Verhältnissen in Barackensiedlungen um den Schlachthof, in der sogenannten Boxsiedlung, in der Reichenau oder in den Südtiroler Siedlungen. Die für die Sportler und Funktionäre der Winterspiele 1964 zu errichtenden Unterkünfte boten der Stadt Innsbruck somit die Chance, neuen Wohnraum für hunderte Familien zu schaffen. Die Entwürfe der Neubauten des ersten Olympischen Dorfes rechneten demzufolge in Hinblick auf eine spätere Besiedlung durch vorwiegend kinderreiche Familien von Anfang an ausreichend Frei- und Grünflächen zwischen den Wohnblöcken ein. Die Idee einer solchen Nachnutzung durch Wohnungssuchende war damals eine weltweite Novität.
Durch dieses Konzept und auch dank geschickter Diplomatie in Wien gelang es dem damaligen Bürgermeister Dr. Dr. Lugger, früher als vorgesehen Gelder aus dem Wohnraumwiederaufbaufonds lukrieren zu können. So begannen am 1. Juli 1961 die Bautätigkeiten auf gut 30.000 Quadratmeter Wiesengrund zwischen der heutigen Schützen- und an der Lahnstraße im 1940 zu Innsbruck eingemeindeten Stadtteil Arzel. Mit der Errichtung des Olympischen Dorfes 1964 hat die Landeshauptstadt erstmals ganz neue Wege beschritten. Die gesamte Anlage wurde so geplant, dass alle Unterkünfte der Aktiven und Betreuer nach den Spielen an Wohnungssuchende vergeben werden konnten. Bereits Anfang 1962 fanden die Firstfeiern im Beisein von Bürgermeister Dr. Dr. Lugger und zahlreichen Ehrengästen statt. Am 15. Jänner 1964 erfolgte die offizielle Eröffnung des ersten Olympischen Dorfes. Zwei Wochen später begannen die 9. Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Nach dem Ende der Winterspiele am 9. Februar 1964 und einer kurzen Phase für Adaptierungsarbeiten übergab das Olympische Komitee im April 1964 die 8 Blöcke des ersten Olympischen Dorfes zur Weitervergabe an die Stadt Innsbruck. Die Besiedelung erfolgte sehr rasch und so fanden binnen weniger Monate rund 3.500 Menschen ein neues Zuhause. Nein, ich muss ehrlich sagen, das war wirklich ein weiter Weg für die Reichenau bis in den Stockau. Das glaube ich nicht. Das war wirklich so. Wenn der Kimsch von einer Substandardwohnung, ein Zimmer, Küche und ein dazu gebaut kleines Zimmerle mit 6 Kindern, ohne Wasser, ohne Klo, winters Eis auf die Wand. Und dann kriegst du 64 auf einmal eine Wohnung im Olympischen Dorf. Oder? 4 Zimmer, ein eigenes Bad, ein eigenes Klo, sensationell. Oder? Und dann, wenn wir das erste Mal in der Runde gestanden sind, kann ich mich gut erinnern. Wir sind vor dem Haus gestanden und ich habe Aue geschaut und mir war schwindig vom Aue schauen. Es hat die ganze Innsbruck vor Haus gegeben, was auch war. Man muss auch sagen, dass diese Generation, die damals eingezogen ist, die sind ja eingezogen aus vollkommen anderen räumlichen Hintergründen. Nicht? Also die haben eigentlich dort einen Aufstieg erlebt. Ja? Also einen räumlichen Aufstieg, einen sozialen Aufstieg. Das heißt, der Enthusiasmus am Anfang im Olympischen Dorf, also diese Empathie und auch diese Identifikation war sehr hoch und sie ist bis heute eigentlich noch sehr hoch. Die Identifikation der noch aus der Ursprungszeit lebenden Personen. Mit einem Schlag hatte sich 1964 also ein neuer Stadtteil gebildet. Die Bewohner kannten einander kaum und lebten plötzlich auf engem Raum nah beieinander. Die Probleme einer solchen künstlich geschaffenen Nachbarschaft sollten sich später bemerkbar machen. Und da sind natürlich Familien gekommen, mit vielen Kindern, Großfamilien. Es sind viele zusammengebracht worden, vom Lauber, von der Boxsiedlung, aus jedem Stadtteil. Und das war am Anfang relativ schwarz zusammengelebt. Da sind so die Frauen zusammengekommen, da sind Familien gekommen mit 15 Kindern und die anderen haben Zähne gehabt und mehrere Verwandte nebeneinander. War richtige Schmerz. Es waren halt, sage ich mal, bekannte Namen, die was einfach sozusagen im Ohrdorf Einzug gehalten haben, die natürlich einen gewissen Ruf sozusagen auch mitgebracht haben. Und es war natürlich, sage ich mal, auch das Fremde, gell? Von einer eher kleinstrukturierten Stadt, wie Innsbruck einfach war, über viele Jahre, auch teilweise sehr dörflich in verschiedenen Stadtteilen. Natürlich eine Großstadtsiedlung, wo, sage ich mal, 8.000 Menschen damals oder 6.000 Menschen gewohnt haben, sage ich mal, die also, wo es überhaupt keine Historie dazu gibt. Das ist ja nicht historisch gewachsen, sondern die sind ja mehr oder weniger alle unter einmal eingezogen, man hat sich nicht gekannt. Und das bringt natürlich, sage ich, soziale Brennpunkte mit sich. Damals von der Politik sicher vernachlässigt waren, weil eben der Ruf da war, Otto, keine Ahnung, es wollte auch keiner was mit dem Stand haben. Das war damals schon, wie sie die Boxsiedlung abgerissen haben, da hat es auch da will keiner was mit den Leuten Stand haben. Seine Aufbauung ins Otto, haben sie in einem Bad mit dem Otto 1 gemacht. Und da hat die Politik ein bisschen versagt.
Burgsiedlung war berühmt-berüchtigt, oder? Ja. Und da hat es einen Zug zu gehen. Da hat aber die Stadtbau, also der Stadtbauamt hat da offensichtlich raumplanerisch oder raumpolitisch, sozialpolitisch reagiert und haben dann einfach diesen Verteilmechanismus angefangen, wo sie gesehen haben, es ist gefährlich, gerade beim ersten olympischen Dorf, wie es besiedelt worden ist, ist es noch einfach zu wenig bewusst gewesen. Beim zweiten olympischen Dorf, wo die Erweiterung stattgefunden hat, war das schon bewusst und man hat nachher ganz gezielt geschaut, dass einfach problematische Familien mit weniger Einkommen, die ein gewisses Potenzial gehabt haben, einfach für Auffälligkeiten, dass man die dann nicht unbedingt mehr ins olympische Dorf dann dort angesiedelt hat. Auch wenn das erste olympische Dorf zunächst durchaus moderne Standards für die Familien brachte, ließ die Kritik an der Bauweise und der damit verbundenen Lebensqualität nicht lange auf sich warten. Namhafte Architekten wie Achleitner, Lackner oder Prachensky schrieben Artikel, in denen sie nicht nur ästhetische Fragen des Stadtbildes, sondern auch problematische soziale Folgeerscheinungen der nächsten Jahrzehnte vorwegnahmen. Es gab keinen wirklichen Wettbewerb, es gab auch keine renommierten Architekten, die damals geplant und gebaut haben. Es war eine sehr stark auf Ökonomie und Pragmatik aufbauende Amtsplanung, würde ich jetzt einmal sagen, mit gut vernetzten Architekten, die damals geplant und gebaut haben. Und es fehlte der Kritik sowas wie eine Art von Zukunftsperspektive von der Planung. Also es war ein Zeitgeist, der aber auch sehr stark auf pragmatischen Bedingungen aufgebaut hat. Die Architektur hat was von dem im Sinn von Beherrschbarkeit. Also wir bauen da was hin und dann haben wir 1000 Leute, die eine Wohnung brauchen, die sonst ein politisches Störpotenzial darstellen, haben wir befriedet. Das ist eine Geisteshaltung, die heute auch noch vorzufinden ist. So funktioniert es aber natürlich nicht. Und das kommt sicher zum Ausdruck in der damaligen Besiedlungspolitik, in der damaligen Baupolitik, wo man einfach gegensteuert und gegengerollt hat. Nein, so schlimm ist es nicht, wir haben so viele Grünflächen, aber gebaut ist gebaut, oder? In den späten 1960er Jahren wurde das Odorf vor allem um die ersten Sternhochhäuser entlang des Inns und das mit 64 Metern damals höchste Hochhaus Tirols in der Schützenstraße erweitert. Ein riesiges Einkaufszentrum mit Geschäften, Büroräumen, Parkgaragen, einem Kino und anderen Gemeinschaftseinrichtungen kam jedoch nicht über erste Planungen hinaus. Ein weiterer Bauboom setzte jedoch nur wenige Jahre später ein, als Innsbruck den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 1976 erhielt. Nur 3 Jahre war Zeit, um das Olympische Dorf von 1964 in ein neueres, noch moderneres für 1976 auszubauen. Das Modell zeigt die Größe dieser Aufgabe. 35 Wohnhäuser mit 642 Wohnungen und insgesamt 1714 Zimmern mussten im Rekordtempo errichtet werden. Eine Hauptschule als Versorgungstrakt während der Spiele und ein Hallenbad sollten rechtzeitig fertig werden. Ich erkläre die 12. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 für eröffnet. Gelobe ich, dass wir im fairen Wettstreit an den Olympischen Winterspielen teilnehmen und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Wir sind 1974 ins Olympische Dorf eingezogen, damals als 5-köpfige Familie. Ich habe selber also 2 Geschwister. In einer Zeit, ich war selber natürlich damals sehr klein noch, aber ich kann sogar erzählen, meine Geschwister und meine Eltern, sage ich mal, wo teilweise nicht einmal selbstverständlich war, dass Familien einen Kühlschrank gehabt haben, beziehungsweise einen Tiefkühlschrank oder einen Geschirrspüler. Ich kann mich noch erinnern, also, dass zum Beispiel meine Eltern das Geschirr zum Beispiel zu der Nachbarin gebracht hat, die also einen Geschirrspüler gehabt hat. Und da sage ich mal, der Zusammenhalt ganz anderer war, wie man es vielleicht heute kennt.
Und wir sind dann in das erste von diesen Sternhochhäusern an der Landstraße gezogen. Und das war für mich ursprünglich ganz schrecklich, weil ich halt vorher über einem Lebensmittelgeschäft gewohnt habe bei meinen Großeltern. Und das ist paradiesisch als Kind, weil man wächst quasi auf mit einer Schaumrolle in der linken Hand, einem Cremeschnitten in der rechten Hand. Und dann plötzlich da in dieses Hochhaus da weit weg und weg von meinem Opa. Aber das Tolle daran war, da waren lauter Familien mit gleichaltrigen Kindern. Also ich könnte das jetzt nicht mehr belegen, aber rein gefühlsmäßig war da wirklich in jeder von diesen 78 Wohnungen in diesem Haus war eine Familie mit ein bis zwei Kindern drinnen. Und das heißt, es waren immer Kinder da. Und das war ganz, ganz toll. Das Olympische Dorf hat von der Fläche her den größten Grünflächenanteil. Und das ist immer etwas hervorgestrichen worden. Nur die zentrale Frage ist das, wie weit ist diese Grundanlage benutzbar? Und es gab große Grünflächen. Das hat allerdings besser ausgeschaut, als es war, weil da standen überall Schilder betreten der Grünflächen verboten. Das war unangenehm. Das hat sich niemand gehalten natürlich, außer meiner Schwester und mir, weil wir die Hausmeisterkinder waren und wir mussten uns dran halten. Das war ein bisschen frustrierend. Wie meine Eltern dann 1976 ins zweite Olympische Dorf gezogen sind, in die Wohnung, an das kann ich mich natürlich nicht so erinnern. Ich war da gerade mal 2 Jahre alt. Meine Erinnerungen starten ein bisschen später, so frühe 80er Jahre. Ich kann mich da erinnern an die Sandkiste vorm Haus, an das Fußballspielen mit den unmittelbaren Freunden. Das Leben von uns Kindern hat sich abgespielt in den Höfen direkt vor dem jeweiligen Haus. Das war eigentlich wunderbar. Es war grün, wir haben da sehr viel zu entdecken gehabt. Das war wirklich toll. Geändert hat sich das dann so ein bisschen mit dem Einschulen. Die Kinder aus den verschiedenen Höfen haben sich dann dort das erste Mal so ein bisschen durcheinander gemischt. In kürzester Bauzeit ist hier die modernste Hauptschule Österreichs entstanden, die während der Olympischen Winterspiele Treffpunkt für Sportler aus aller Welt war und nun als erste Hauptschule Innsbrucks gemischtklassig geführt wird. Bei der Konzeption des Baues war oberster Grundsatz, dem bevölkerungsstarken und überaus kinderreichen Stadtteil gerecht zu werden. So war es selbstverständlich, dass die Grün- und Sportanlagen, die die Schule umgeben, öffentlich zugänglich sind und dass in dieser Bildungsstätte auch Räumlichkeiten für Volkshochschule und örtliche Vereine zur Verfügung stehen und so die Anlage zu einem bevölkerungsoffenen Veranstaltungs- und Kulturzentrum wird. Die ersten Anfangsjahre waren nicht so einfach, weil wir sehr große Klassen gehabt haben. Also es waren die Klassen durchwegs mit 35, 36 Schülern bestückt. Nicht immer einfach als Junglehrer. Ja, eben, wenn 4 gleiche Jahrgänge sind und pro Klasse sind über 20 Leute, dann weißt du eh, wie viele Leute im Ort gewohnt haben, oder? Da kann man nicht sagen, dass es nachher individuelle Erziehung oder individuelle Ausbildung gewesen ist, sondern es war einfach Massenabfertigung, oder? Also das war sicher eher was Negatives, eher, darf ich sagen. Also mir war lieber gewesen, wenn ich außerhalb vom Modelfschule gegangen war. Was sich geändert hat, auch durch die Schule und durch das Alter dann, war natürlich die andere Sicht, die man dann auf das Olympische Dorf bekommen hat. Also wir haben dann wirklich dieses Bewusstsein entwickelt, wir sind O-Dörfler. Das hat mir dann auch in der Stadt und aus der Reaktion anderer uns gegenüber sehr intensiv zu spüren bekommen. Der Ruf der Hauptschule war ja auch nicht immer der beste. Ich kann das auch wirklich sozusagen ein klassisches Beispiel an mir. Meine erste Schulstunde im Burg in der Fallmereierstraße, der damalige Matheprofessor, war die Frage, von was für Schulstandorten wir kommen. Ich habe damals gesagt, Hauptschule, Olympisches Dorf. Dann war die zweite Frage meines damaligen Matheprofessors, kann ich bei Ihnen überhaupt die Grundrechnungsarten voraussetzen? Also das war klar, das war schon spürbar. Also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand im Satten wohnt oder in Hütting wohnt, dass das anders ankommt, als wenn man sagt, man wohnt im Odorf. Also es war so ein bisschen so eine Hierarchie quasi von unten her gerechnet, in meiner Erinnerung jedenfalls so Odorf, Reichenau, Bradel und dann die Stadt näher quasi umso besser. Ich bin noch selber Hauptschule gegangen, was Odorf. Das hat sich einfach nicht geändert. Wir werden den Ruf einfach nicht los. Als Kind habe ich das jetzt eigentlich nicht so mitgekriegt. Aber dann später, dann so mit 16, 17, wenn du auf Ausgehen anfängst oder so, wenn es dann geheißen hat, ja, und woher kommst du oder wo wohnst du? Und ich habe dann gesagt, ja, vom Odorf. Und dann waren alle so die entsetzten Blicke halt immer so, was, vom Odorf? Oh mein. Und die Reaktionen von den Leuten habe ich eigentlich immer hinterfragt, weil ich nicht wusste, warum das so ist. Und wie gesagt,
ich verstehe es bis heute noch nicht. Das, glaube ich, hat damit zu tun, dass das, glaube ich, von Anfang an primär Sozialwohnungen waren. Also ich glaube, so wurde der Stadtteil ja auch besiedelt. Und es, was jetzt in unserem Haus gab es, weiß nicht, keinen Rechtsanwalt, ja, oder keinen Arzt. Es gab einen Arzt, zu dem sind alle gegangen, in der Kajatanswildstraße, ja, aber ich bin nicht mehr sicher, ob der dort gewohnt hat. Aber es gab keine Akademiker im Haus, sondern es waren Leute, die in Sozialwohnungen gewohnt haben und halt diese Ansprüche sozialen erfüllt haben. Und also es gab überhaupt keine soziale Durchmischung. Was ich für ein ganz, ganz großes Problem halte. Ich vermute eher, dass das Otto eigentlich einen schlechten Ruf gehabt hat, wie das Otto von 1 gekommen ist. Das Otto von der zweiten Generation, was dann nochmal gebaut worden ist, dass da eigentlich nicht mehr jetzt so extrem ist. Weil man hat schon immer wieder gehört, wow, der ist vielleicht ein Bock, ist ein hässlicher Mann. Dann hat man aber so geredet, weil man das auch für nicht hören. Gell? Und dann hast du das auch mitgekriegt und hast mal gehört, hast du hässlicher, mach dich nicht wieder an. Gell? Und ich bin noch mit den Häuslachern Schule gegangen, mit dem Nonsberg zum Beispiel. Total super Typen. Total komplett normale Leute. Gell? Und natürlich haben die andere Einstellungen, weil die haben die jenische Sprache gekannt und die sind auch ein bisschen anders gewesen. Aber man hat mit dem genauso normal reden können. Gell? Über den Tisch zog ich über EFA. Wir waren nicht einfach jenische oder was. Gell? Sondern wirklich auch von normalen. Ja, ist sicher richtig. Im Odorf ist ein hoher Anteil an Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund. Aus Polizeisicht gibt es keine gröberen Probleme. Klar ist ja, im täglichen Zusammenleben in den Wohnblöcken gibt es da und dort natürlich im zwischenmenschlichen Bereich Probleme, aber ich glaube, das gibt es auch unter der einheimischen Bevölkerung, und aus Sicht der Polizei kann ich nur sagen, für uns ist das Thema nicht das große Problem, also in keinster Weise. In meinem Haus, nehmen wir nochmal das Haus mit 20 Parteien. Da siege ich, da sind 15 überalterte Österreicher. Da muss ich also jetzt nicht gerade eine ausländische Familie hineintun, noch dazu mit mehreren Kindern, weil die andere Kultur, der Lärm und alles, was dazugehört, das mindert echt die Lebensqualität für die anderen Leute. Ich weiß das bis heute, viele sind todunglücklich, die haben nur mehr einen Wunsch in ein Heim, oder überhaupt zu sterben, oder was Gott was. Ich denke mal, das Olympische Dorf hat die Besonderheit, dass in dieser Pfarre nicht so wie in anderen Pfarren die Katholiken jetzt einmal die Mehrzahl sind, sondern dass es auch viele andere Glaubensrichtungen gibt, beziehungsweise Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Und dementsprechend richtet sich dann auch die Pfarre und die Seelsorge aus. In erster Linie, aber der große Fehler, was vor 10, 15 Jahren passiert ist, war, dass man es zugelassen hat seitens der Politik, dass parallele Strukturen sich aufbauen. Und das erlebt man im Olympischen Dorf. Die Gastronomiebetriebe sind also verschwunden, gerade an der Schützenstraße. Es sind dort viele Wettbüros entstanden, die, sage ich mal, natürlich gerade also von Bewohnern mit türkischem Hintergrund besucht werden. Wir haben in Rom als Union ein türkisches Lebensmittelgeschäft. Es gibt, sage ich mal, türkische Rechtsanwälte. Ich sage, es ist natürlich, sage ich, hier eine Parallelgesellschaft entstanden, die natürlich ganz schwer ist, sozusagen das wieder sozusagen zurückzuführen. Und die große Hoffnung sind natürlich die Kinder da. Deswegen auch ganz wichtig, dass im Kindergarten, in der Volksschule sozusagen, hier auch was die deutsche Sprache betrifft, dass also hier unterstützend geholfen wird. In der Schule, also da muss ich jetzt sagen, mit Hintergrund, gell, weil das in der Öffentlichkeit immer falsch ankommt. Das heißt dann immer Ausländer. Ausländer sind die, die noch die Staatsbürgerschaft nicht erlangt haben. Und es kommt dann immer zur Wechselwirkung, Ausländer oder Migrantenhintergrund. Und der ist in der Schule schon jetzt, im Moment haben wir über 70%, wo die Muttersprache eine andere ist. Das sind zwar alles Kinder, die Österreicher sind. In dem Sinn, Ausländer haben einen geringen Anteil, sind vielleicht mit nur 1%, die Staatsbürgerschaft nicht haben. Aber Sprache und Migrantenhintergrund, also vereint, da haben wir einen hohen Prozentsatz. Wenn ich ein neues Haus hinstelle, dann würde ich da ohne weiteres viele mit Immigrationshintergrund reintun, weil die vertragen sich untereinander mit der Zeit schon. Da entsteht kein Ghetto. Es gibt einfach den Spruch,
Du musst einfach mit deinem Kopf dicht und dein Kind hingehen, dann kriegst du eine Wohnung. Ich habe da eben experimentiert, auch damals noch, wie ich für die Wohnungen zuständig war. Und so muss ich also immer sagen, es haben sich die Jungen immer zusammengerauft, das war also kein Problem. Nicht? Nur bei den alten Menschen sollte man, wenn man nachgesiedelt, sensibel sein. Die Stadtgemeinde Innsbruck hat seit 2002 Vormerkrichtlinien mit dem Punktesystem, weil ich sage, früher war ja über viele Jahre war ja sozusagen die Wohnungsvergabe, sage ich, nach politischen Bobo-Orts aufgeteilt. Da sind wir ja Gott sei Dank davon weggekommen, denn es geht also wirklich nach einem strikten Punktesystem und so, der die meisten Punkte hat, kriegt auch die Wohnung. Natürlich, muss man sagen, haben wir im Olympischen Dorf gerade die Situation, dass wir sehr viele große Wohnungen haben. Und sag, natürlich sind gerade türkische Familien, sage ich mal, jene, die natürlich, sage ich, auch mit mehreren Personen in einem Haushalt wohnen und natürlich große Wohnungen brauchen. Und das, sage ich, das ist eben, sage ich mal, der Grund, warum es auch zu einer gewissen Schieflage kommt. Ausländerfeindlichkeit unter den Kindern spürt man einfach nicht, weil die Kinder, ja, die hören das von den Eltern. Es kommt in jedem Stadtteil die Phase der Überalterung. Das ist, weil die Reichenau noch älter ist wie das Olympische Dorf, da hier deutlich gewesen. Aber wie ich da einzogen bin, anfangs der 60er Jahre, es war nichts als wie Jugend und Kinder. Es war unglaublich, es war eine herrliche Zeit. Die sind dann alle groß geworden und sind fast alle ausgezogen, weil die Eltern ja noch gelebt haben und die müssen ja irgendwo sein. Und die erste Generation der Enkel zieht jetzt langsam in diese Wohnungen ein, wo die Großeltern wohnen, oder eben überhaupt neue Leute. Also in den nächsten Jahren gibt es einen Generationswechsel. So brutal das klingt, aber die damals Eingezogenen sind jetzt zwischen Mitte 70 und Mitte 80. Ja. Das heißt, es wird auch einen Generationswechsel in der Besiedelung geben. Und da ist dann die Frage, wie kann man das fein steuern? Ja, oder was kann man tun, damit es nicht kippt? Ja, ja gut, prinzipiell, ich glaube, das Grundproblem von solchen Siedlungen, wie es Ohrdorf ist, ist, dass sie aufs Wohnen ausgerichtet sind, aber nicht aufs Leben. Also es ist eine Sache, ob ich irgendwo schlafen kann, und es ist ganz was anderes, ob ich dort leben kann. Und das, was dort gefehlt hat, ist die Möglichkeit zu leben. Also dafür, dass ich ein Hochhaus baue, muss ich im gleichen Ausmaß Plätze schaffen, auf denen irgendwas Gemeinsames stattfinden kann. Und diese Plätze müssen möglichst wenig Beton haben und müssen möglichst grün sein. Es fehlt im Ohrdorf eigentlich ein gesellschaftspolitischer Background. Ein Modell, ein Gesellschaftsmodell. Es ist eigentlich ein Schlaf-Wohnraum-Modell. Das große Problem, und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich, sage ich, die Schlafstadt Olympisches Dorf. Gell? Viele sind berufstätig, kommen am Abend haben und haben da eigentlich wenig Interesse, sage ich, sich hier zum Wohle der Allgemeinen zu engagieren. Das ist etwas, wo das Olympische Dorf auch heute immer noch darunter leidet. Das merkt man in der Vereinsstruktur. Ich sage, sicher wäre es schön, wenn mehr auch kulturelle Veranstaltungen im Olympischen Dorf stattfinden würden, aber es fehlt einfach auch hier, sage ich mal, auch an den Personen oder handelnden Personen, die sozusagen hier den langen Atem haben, das durchzuziehen. Es gibt, glaube ich, auch heute noch, also wenn man jetzt ab und zu durchfährt, sieht man, es gibt sehr wenig Angebot, also es gibt kaum Lokale, es gibt jetzt kaum eine Infrastruktur, die einen Stadtteil ausmacht, was jetzt in andere Stadtteile natürlich schon gegeben ist, wie jetzt St. Nikolaus, Innstraße, das hat Infrastruktur und da kann man einfach am Abend rausgehen und ist, fühlt sich wie in einer Stadt. Und solange es keine Infrastruktur gibt, hat es doch immer ein bisschen einen Ghetto-Charakter wahrscheinlich. Also das ist halt, sind halt Wohnsilos und man wohnt drinnen. Wenn man was machen will, weiß man, man muss in die Stadt fahren oder man muss woanders hinfahren und dann fährt man wieder zurück zum Wohnen. Aber es ist jetzt wenig los eigentlich. Also es, wo ich also wirklich das bestätigen kann, ist, dass also gerade was das kulturelle Angebot hat, hier sicher noch Nachholbedarf steht. Zum Beispiel? Da haben wir müsst probieren, das besser zu beleben. Jetzt gerade die Innenpromenade, was es dort gibt. Also da gibt es zum Beispiel kein Café oder kein Lokal.
was sicher viel ausmacht, wenn man, wenn ein schöner Tag ist und man kann dort hingehen und kann sich in ein Kaffeehaus setzen, am Inn zum Beispiel. Das ist ja schön eigentlich, die Promenade dort. Aber wenn es nichts gibt, dann geht man halt auch nicht hin. Je älter wir geworden sind, umso größer ist natürlich auch unser Aktionsradius geworden. Als Kinder sind wir mit den Möglichkeiten rund um die Spielplätze ja noch sehr zufrieden gewesen. Aber irgendwann sind wir dann als Jugendliche einfach zu alt gewesen, um in der Sandkiste zu spielen. Es hat dann auch plötzlich nichts mehr Neues zu entdecken gegeben und dann hat es im Odorf ganz wenig Möglichkeiten gegeben, wo wir uns hätten ausleben können. Du kannst nicht mehr Fußball spielen, du kannst nicht mehr Radio basteln, Moped basteln. Du merkst, ich muss erleben, du merkst ausgehen, was trinken, gehen mit Freunden kreisen. Und das hat da ein bisschen gefehlt. Das hat mich gestört. Eine der wenigen Möglichkeiten für uns junge Menschen hat es in der katholischen Kirche gegeben. Dort war ein Pfarrheim angegliedert und da hat es eine recht große Jung- und Jugendschar gegeben. Wir haben uns dort in diesen Räumlichkeiten treffen können, wo es Tischfußball und Tischtennis gegeben hat und wo auch Partys gefeiert worden sind. Ansonsten gab es noch die Spielhalle und das Jugendzentrum in der Bontlatzer Straße. Wenn man sich anschaut, was Jugendliche brauchen, dann war die äußere Gestalt vom Odorf dazu ein wenig nicht gut, nicht angetan. Eine Schlafstadt, wie man sagt. Es war ja nichts. Besonders katholisch war ich nicht. Rund um die Kirchen gab es vielleicht was, das habe ich nicht wahrgenommen. Also es gab den Hof und im Hof hat man Fußball gespielt oder ist halt rumgehangen und hat geredet. Oder man war in der Wohnung bei irgendjemandem. Was mich ein bisschen gestört hat, war nachher eigentlich mit dem 14. Lebensjahr, dass da eigentlich keine Möglichkeiten gegeben hat für die Jugendlichen, dass sie ein bisschen von Straßen wegkommen müssen. Also, was hast du mit 14 Jahren? Ich meine, in Hafling war, was da drüber war, dann, da sind wir auch Hafling gewesen. Und im Grunde genommen war es dann noch nicht so streng vom Jugendschutzgesetz her, weil das war damals, da waren wir noch lange nicht 16. Also noch lange nicht, aber zumindest 15 waren wir da mal sicher. Wo wir da im Haflinger gewesen sind und da drin ohne Probleme Bier und Schnaps trinken können. Damals bist du aufgewachsen, war es einfach ein Teil deines Lebens, dass du heute mit den Kollegen halt viele kennen als Haflinger, dass du in den Haflinger drin geguckt bist und hast heimlich deine Zigarette gekriegt und heimlich mit 14, 15 Jahren halt ein erstes Bier getrunken hast. Ja, von der Spielhalle weiß ich auch nicht viel. Ich meine, ich war halt immer schon gerne Spieler. Und ja, Automatenspielen, das hat man einfach taugt, aber allein hast du da nicht reingehen können. Und wenn wir uns halt einmal traut haben, sind wir halt zu viert oder zu fünft reingegangen, aber halt auch noch, wo es noch außen auch noch hell war. Weil sobald es außen dunkel war, hast du gehen müssen. Ich habe immer geglaubt, dass da 15.000 Leute wohnen. Also ich weiß nicht warum, das ist ja nie gezählt oder nie irgendwo gelesen und fand immer absurd, dass über 15.000 Menschen wohnen und es gibt absolut keinerlei soziale Infrastruktur. Und in der Hinsicht war das Olympische Dorf ganz sicher zu Beginn unterversorgt und da hat es einfach so eine Nachbesserung gegeben und ein Teil davon war das, der Jugendtreff. Ja, gut, das war aber auch nicht besser im Grunde genommen. Da waren nicht die gleichen eigentlich als wir in der Spielhalle unten. In diesem Jugendzentrum sind wir da praktisch dann ja, gut bekannt geworden, aber wie ich schon mehrfach erwähnt habe, nicht unbedingt mit dem besten Ruf. Wir haben einfach den Ruf gehabt, wir ziehen halt ein bestimmtes Publikum an und aus, was weiß ich, aus geordneten Familienverhältnissen her war es nicht so gewünscht, dass man da die Bontlatzer Straße 38 geht. Das war dann irgendwie so ein bisschen das Schlaraffenland für uns, weil da haben wir uns doch noch ein bisschen so austoben können oder so. Und das Halbstarke vielleicht zum Teil ein bisschen auslassen. Und die Betreuer sind halt ein bisschen arm gewesen, so im Nachhinein betrachtet. Die haben echt gute Nerven gebracht. Aber die haben auch probiert, uns da ein bisschen zu bändigen. Es ist einfach daran gelegen, dass es da einfach keine Perspektiven gegeben hat. Erstens. Und zweitens, die Kinder schon als Kinder extrem viel Gewalt ausgesetzt waren von daheim. Uns gewohnt waren, dass der Zustand, Vorstrafe, Gefängnis, aus dem Gefängnis raus, wieder rein, ein Familienkonzept war. Was passiert denn, wenn man heute, wenn man in einem zweistöckigen Gebäude in einer überschaubaren Siedlung aufwächst,
sondern eben in einem olympischen Dorf mit damals in etwa schon 10.000 bis 11.000 Einwohnern, hat das schon gehabt auf engen Raum. Das war meistens, dass da irgendwann angefangen hat, Blätter zu tun, und da ist halt noch am falschen Flecht gewesen. Aber ich kann mir ganz seltenen Szenen erinnern, wo es wirklich zu einer offenen Gewalt gekommen wäre, aber viel, viel zur Schaustellung von Konfliktpotenzial. Es war auffällig, dass es wichtig war, dieses sich aneinander reiben, dem ganzen öffentlichen Raum zu geben. Die Polizei hat einen Drogenring ausgehoben. 8 mutmaßliche Dealer wurden verhaftet. Sie haben vor allem die Stadtteile Olympisches Dorf und Pradl mit Heroin versorgt. Rainer Hölzel weiß Details. Schon seit Jahren, so war es immer wieder zu hören, galt das Olympische Dorf von Innsbruck als eine der Drogenhochburgen der Landeshauptstadt. Wenn man zu den richtigen Leuten Kontakt hatte, konnte man vom Hasch bis hin zu Heroin und LSD-Trips alles bekommen. Auch hörte man immer wieder davon, dass die Drogenabhängigen im Olympischen Dorf immer jünger wurden, so zwischen 12 und 13 Jahren, und zu immer härteren Drogen griffen. Elternteile machten mobil und informierten die Polizei über die Zustände im O-Dorf. Gedealt wurde hauptsächlich in Stiegenhäusern und Wohnungen gewisser Hochhäuser. Die Situation von einer Gruppe von Jugendlichen hat sich ziemlich zugespitzt. Die haben das 20er-Haus zu ihrem Treffpunkt auserkoren und diese Gruppe von Jugendlichen war verbunden durch Heroin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob alle, was da irgendwie eintrennt worden sind, auch da dort gewohnt haben. Also ich glaube eher, das war jetzt nicht so eine Nachbarschaftsbekanntschaften, glaube ich jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber das war halt einfach so, dass da in den Hof haben sich da spezielle getroffen haben und da zusammen noch gekifftelt haben und zusammen das da verkauft haben und so. Soweit ich das mitkriege, aber aus der Entfernung so ein bisschen. Ja, nicht viel. Ich habe ein bisschen was Bescheid gewusst, was da abgeht da unten. Habe mich eigentlich von dem Ganzen ein bisschen ferngehalten. Habe aber trotzdem einfach Leute auch kennengelernt. Zum Beispiel auch welche, so wie in Elternkrasen. Ja, auf jeden Fall ein Kollegen, der was mit mir auch ringen gegangen ist. Der hat sich eben durchs Ringen ist er eben auch von dem wieder weggekommen und so. Und im Nachhinein jetzt muss ich sagen, dass sich da eigentlich viel ereignet hat, weil, wie du selber auch warst, sind wir schon auf einigen Beerdigungen gewesen, bei denen das einfach nicht gefruchtet hat, dass sie von dem wieder wegkommen. Und kennt hast du ja doch irgendwie. Und deswegen gehe ich auch fast auf jetzt Begräbnis, wenn ich weiß, wer es ist. Also. Nach teilweise bis zu 2 Monate langen Ermittlungen und schwieriger Kleinarbeit konnten Kriminalbeamte der Innsbrucker Suchtgifttruppe einen 8-köpfigen Dealerring ausheben. Die Suchtgifthändler sind zwischen 18 und 24 Jahren alt und selbst drogenabhängig. Mit dem Handel finanzierten sie ihre eigene Sucht. Hauptsächlich dealten sie mit Heroin, das sie sich immer wieder in Zürich besorgt hatten. So dürften sie in den letzten Jahren einige Kilo nach Innsbruck gebracht und eben im O-Dorf und in Pradl verkauft haben. Man hat einen groben Überblick über die Szene. Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen auf diesem Gebiet. Es kommen sicher Konsumenten dazu, also die man noch ausforschen. Wir haben jetzt schon eine größere Zahl von ausgeforscht, aber es kommen neue dazu und es könnte sein, dass sich der Dealerring noch weiter ausdehnt. Also wenn man uns jetzt darauf anspricht, dass es im Ort auf Drogenprobleme gegeben hat, das mag schon sein, wie auch in anderen Stadtteilen im jetzt im Land. Die Schule hat es jetzt nicht so sehr betroffen. Eines hat uns sehr getroffen, und zwar war ein Artikel in einer Tageszeitung auf der Titelseite, dass Drogen im O-Dorf im Umlauf sind und auch in der Schule. Wir haben versucht herauszufinden, ob was dahinter steckt. Es war eigentlich nie irgendetwas an der Schule. Ich habe einfach das so zum Teil bei mir in einem Bekanntenkreis miterleben können. Ich habe da zum Beispiel einen Fall gekannt, der ist gleich 4 oder 5 Jahre, ist der jünger gewesen wie ich. Und von dem war halt der Vater Alkoholiker, die Mama hat sich gar nicht so gekümmert um den, der hat einfach keine Arm gehabt. Und bei dem hast du so wirklich beobachten können, wie der durch das, dass er einfach niemand gehabt hat, der was sich Sorgen um ihn gemacht hat, oder was ihn halt irgendwie behütet hat vor der ganzen Scheiße und ihm ein bisschen Gewissen angeredet hat. Und wie der
irgendwie sich selber aufgegeben hat und dann halt mit, was ich, 12 Jahren gekifft hat und irgendwann dann einmal umgestiegen ist und dann später ist irgendwo halt gefunden worden. Ich weiß dann nicht ganz genau, wie das war. Aber zumindest ist er halt dann auch relativ jung. Ich glaube nicht, dass er 20 geworden ist. Und ich gehe auch sogar so weiter, weil ich selber den Ausdruck Gerücht verwendet habe mit dem lateinischen Zitat, dass auch bei Gerüchten ja meistens ein Körnchen Wahrheit dabei ist, nicht? Also es wird schon irgendwas da oder dort wahr sein, nicht? Aber dann ist auch die Frage gerade nicht, pauscht man es auf oder pauscht man es nicht auf? Das mit der Drogenszene, die hat nie eine Bedeutung erlaubt, nicht? Ja, ich selber bin einmal sicher schon einmal auf 10 Beerdigungen gewesen. Wissen tue ich noch von mehreren, die was ich halt nicht so gut gekannt habe, wo ich halt nicht hingegangen bin. Aber ich dachte, boah, schätzen. Ja gut, 40 Leute einmal sicher, seitdem wir in ein Alter gekommen sind, wo wir sie kennengelernt haben. Also darf ich sagen. Wenn ich heute auf meine Kindheit und Jugend im olympischen Dorf zurückblicke, sehe ich meine Wurzeln, meinen persönlichen Anfang. Für den überwiegend größten Teil der damaligen Kinder war es eine tolle Zeit, auch wenn die verstorbenen und gewissermaßen vergessenen Jugendlichen Narben hinterlassen haben. Heute ist das wohl größte Thema im olympischen Dorf die kulturelle Buntheit der Bevölkerung und der anstehende Generationswechsel. Gerade darin aber sehe ich das größte Potenzial des olympischen Dorfes, seinen schlechten Ruf endgültig abzulegen und positiver wahrgenommen zu werden, vielleicht durch eine gelungene und gelebte Integration ein großes Vorbild zu werden. Das Odorf hängt noch ein bisschen irgendwie in so einer Warteschleife, in einer mentalen. Also es wird sicher entdeckt werden. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es Odorf seinen eigenen Weg gehen wird. Es war immer ein eigener Stadtteil. Er hat auch für mich in meiner Jugend einen eigenen Anreiz gehabt. Und es ist für mich heute auch noch so, ich wohne in der Stadt. Und in dem Moment, wo ich über die Brücken fahre, habe ich das Gefühl, ich bin in einer anderen Welt. Und die hat zum Teil ihre positiven Seiten und zum Teil ihre negativen Seiten. Und die positiven Seiten sehe ich eigentlich im Zusammenhalt. Was mir gefällt vom Odorf ist eigentlich so das Naturgebundene, dass du halt einfach die Innenpromenade hast, dass du da einen Fluss hast, dass halt einfach da auch eben mit dem Hund viel spazieren gehen kannst, dass der Backersee gleich in der Nähe ist, du kannst schwimmen gehen. Mittlerweile haben wir ja oben auch eine Hundewiese, wo man auch Leckerchen leihen kann und so weiter. Also ich finde schon, dass sie ziemlich viel aus dem ganzen Gebiet gemacht haben. Und für mich als Kind bin ich eigentlich da schon nicht ausgewachsen, muss ich sagen. Ich war ganz lange nicht dort. Und wie ich das erste Mal wieder hingekommen bin, so was nach 7 oder 8 Jahren, war ich total überrascht, wie grün es war. Das war nicht so sehr meine Erinnerung. Also meine Erinnerung war, ich bin mit 19 weggezogen und bin dann mit 21 nach Wien gegangen und meine Erinnerung war Hochhäuser und hässlich. Und es ist ja dann die Innenpromenade angelegt worden und zwischen den Häusern ist relativ viel gemacht worden. Und mein erster Eindruck, dann, wie ich wieder hingefahren bin, war, es ist eigentlich erstaunlich grün und es gibt sehr viele Spielplätze und es ist eigentlich jedenfalls für Kinder eigentlich ganz, ganz angenehm. Also viel angenehmer, als wenn man in Wilden aufwächst, wo es weiter bald keine Wiesen gibt. Ja. Ja, also für mich grundsätzlich ist Odorf sicher ein wichtiger und auch vor allem ein markanter Teil dieser Stadt. Ein bisschen vom Vorteil empfinde ich einfach, dass es nicht im so im Zentrum ist, wo es auch im Brennpunkt steht, sondern am Rand, am Osten. Ich vergleiche es immer ein bisschen, oder ich sage immer ein bisschen, Odorf ist für mich ein bisschen wie Dorf in der Stadt. Das heißt, es ist heute so ein bisschen so ein Kipppunkt vielleicht, das olympische Dorf. Also meiner Meinung nach hat es absolute Lebensqualität und Raumqualität, das es anbietet. Wichtig war mir einfach, dass vielleicht die ganzen Kulturen irgendwie zueinander finden taten und nicht einfach, dass es so gesplittet bleibt, wie es jetzt ist. Ob jetzt jemand mit Kopftuch oder mit Hut
wo man dumm rennen will, es sollte uns eigentlich egal sein, weil wir sind alles Menschen und wir sind alle aus dem gleichen Gemacht. Und ich glaube, wir sollten da eher ein bisschen mehr zusammenwachsen und mehr zusammenhalten. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Gymnasium. Ja, und mit Vielfalt bestücken, sage ich, einfach Angebote machen. Ein Gymnasium ist ein gutes Beispiel. Dass man einfach, wenn man eine höhere Schulbildung will, nicht irgendwo in die Stadt fährt, weil es signalisiert ja, im Ohrdorf bleibt die Bildung unten und wenn ich was Besseres will, muss ich in die Stadt fahren. Ich denke, dass ein Großteil der Bevölkerung, die dort lebt, einen Bezug zu dem Lebensraum hat und sicher auch Kritikpunkte oder auch positive Seiten sieht. Und es geht ja auch um einen Ausgleich. Ja, also wie kann man in so einem Stadtteil die unterschiedlichen Interessen austarieren, gemeinsam? Ich bin für unsere Schule sehr positiv gestimmt, weil wir das eben zum Hauptthema machen und ich weiß zumindest, und das ist immer das persönliche Gefühl und auch die Lehrer, die haben ein gutes Gefühl, ich habe das zumindest einmal weitergegeben und vermittelt. Ja? Ja, für mich ist das Ohrdorf immer noch besiedelbar. Im Sinne von erschließbar, erkundbar, veränderbar, durchaus. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Das Freizeitumfeld mit Baggersee und Innenpromenade ist auch sehr gut. Man kann auch mit dem Fahrrad relativ leicht da in die Stadt fahren. Also es gibt relativ viele Parameter, wo man sagen kann, das Ohrdorf hat Zukunft. Was gefällt dir denn gut am Olympischen Dorf? Mir gefällt es gut, dass da ganz viele Spielplätze und Wiesen zu spielen sind und so. Dass ich viele Freunde habe und dass da Spielplätze sind und dass man einfach cool ist. Mir gefällt im Oder auf der Wattersee. Da habe ich sehr viele Freunde und neben uns ist ein Park, deswegen muss ich nicht immer gleich hin und her laufen. Und ja, es ist einfach so schön drin. Ja, es ist alles nah und es gibt Eisdorfplatz, Schwimmbad und ja, es ist toll. Was gefällt dir am Olympischen Dorf gut? Es ist einfach schön, man hat alles in der Nähe, man kann gleich schwimmen gehen, man kann zum Baggersee gehen. Es ist einfach schön, dass ich da alle meine Freunde beieinander habe und auch meine ganze Familie. Und ja, dass wir halt auch nicht so weit gehen müssen, dass wir zum Einkaufscenter kommen. Dass man da bei der Endpromenade in Rundball und Spielplatz, da gibt's, da ist es so ein Spinnensockel, da kann der Sockel, da ist es so eine Wiese, da kann dann mal mit dem Hund Ball sitzen und dass sie in Hof alleine spielen kann. Fällt mir gerade nichts ein. Gibt es etwas, was dir nicht so gut gefällt im Olympischen Dorf? Ja, das Wetter.